Hallo, ich bin Projekthead. Und wie ihr vielleicht im letzten Video schon gesehen habt, gehe ich mit meinen Freunden relativ häufig mit unserer selbstgebauten Winde Wakeboarden. Und da haben sich jetzt immer mehr Wakeboards angesammelt. Deswegen steht hier auch alles voll mit Wakeboards. Und um hier ein bisschen Ordnung reinzukriegen, habe ich mir vorgenommen, eine Halterung an die Wand zu schrauben. Und weil ich die nicht einmal kaufen will, habe ich entschlossen, die selber zu bauen. Dafür benutze ich kaputte Mistgabeln und ein Stückchen Blech. Und das ist auch schon alles, was ich dafür brauche. Ich habe insgesamt 3 Mistgabeln. Und deswegen habe ich entschieden, aus 2 mache ich einen Halter für Wakeboards und aus der einen übrigen meine auch Halter für Neoprenanzüge oder sonstige Klamotten, die auch noch im Keller rumliegen. Bei dem hier ist eh schon der Stiel abgebrochen, deswegen werde ich aus dem den Kleiderhaken machen. Das heißt, ich stelle mir so vor, dass ich hier das Metall dran schweiße und dann später so an der Wand hängt, dass man hier die Neoprenanzüge oder Klamotten drüber hängen kann. Bei den beiden mache ich so, dass ich sie gerne so schräg an der Wand haben möchte. Und deswegen werde ich hier das Blech ranschweißen und dafür muss ich hier noch den Stiel absägen und da überlege ich mir jetzt mal, auf welcher Höhe ich das mache, je nachdem, welchen Winkel ich die Wakeboards später haben möchte. So, zum Kürzen von den Mistgabeln und auch zum Zuschneiden von dem Blech benutze ich jetzt die Flex, dann geht es am schnellsten und so aufs Unkomplizierteste. Das Blech habe ich jetzt zuerst einmal abgeschliffen. Das habe ich einmal gemacht, dass ich eine schöne Optik kriege. Und zum anderen habe ich das gemacht, dass ich nachher auch gut schweißen kann, weil wenn das Metall nicht ganz blank ist, dann schweißt es ziemlich schlecht. Und theoretisch würde es deswegen auch reichen, wenn man es nur an den Stellen blank legt, wo man auch nachher schweißt. Aber so finde ich, sieht es insgesamt einfach schöner aus. Als nächstes werde ich jetzt hier noch die Stücke abschneiden. Dann bohre ich die Löcher rein und dann muss ich noch alles zusammenschweißen. Beim Abschneiden von der zweiten Mistgabel sollte man darauf achten, dass man diesmal nicht in die gleiche Richtung schneidet, sondern genau in die entgegengesetzte, damit die nachher auch genau der eine auf der rechten Seite, der andere auf der linken Seite auch gut aussehen und nicht beide in dieselbe Richtung geneigt sind. Um das nachher schön verschweißen zu können, sollte man hier an der Seite eine Faser anbringen, damit hier die Schweißnaht richtig schön reinläuft und sich hier gut verbindet und eventuell auch mit dem inneren Teil sich verbindet. So, mit dem Schweißen bin ich jetzt durch. Jetzt werde ich noch ein bisschen mit der Stahlbürste die Schweißnähte polieren, damit es hier nicht mehr so dunkel und verbrannt aussieht, sodass man das ein bisschen abbürstet. Und dann werde ich noch ein bisschen Klarlack drüber sprühen, dass auch wenn man mal ein nasses Board drauf macht, dass es nicht gleich anfängt zu rosten. Und dann muss ich nur noch an die Wand schrauben. Thank you.
So, jetzt bin ich fertig. Das ist Platz für alle Wake- und Kiteboards, die wir haben. Insgesamt passen da drauf jetzt 4 Boards. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wo ich den Kleiderbügel aufhänge, das habe ich bis jetzt noch nicht entschieden. Aber der kommt auch noch irgendwo hin. Am besten auch hier irgendwo in die Nähe, weil dann passt das Design auch super zu den Boardhalterungen. Wenn ihr zukünftige Projekte nicht verpassen wollt, solltet ihr den Kanal abonnieren. Und wir haben auch in Zukunft noch vor, ziemlich viele lustige Wakeboard-Videos zu machen mit unserer Wake Winch. Und die Videos von der Wake Winch solltet ihr euch auch anschauen.